Stay tuned heißt es hier so schön in der Infografik von Monster Hunter Now. Damit erstmal willkommen zurück. Wir haben jetzt keinen Tag mal Verschnaufpause. Es gibt immer neue Infos. Das hier habe ich vor 2 Tagen schon gesehen, aber heute schaffe ich es erst darüber zu sprechen. Ich sage jetzt schon mal, Achtung, Spoiler. Wir schauen uns gleich Leaks an. Wer das nicht möchte, weil er sich hier überraschen lassen will, sollte abschalten. Ja, ansonsten gehen wir es einfach mal durch. One Additional Weapon Type. Die größte Spekulation ist auf der Switch X drauf, was mich persönlich richtig freut. Ich habe sehr viele positive Erinnerungen an Monster Hunter World, weil ich dort Switch X Main war. Hat Bock gemacht, sehr schwer zu zocken. In Wise war das Morphen immer so eine Sache, konnte man sehr easy spielen. Aber da waren die Seilkäfer halt auch nochmal der Way to go bei der Morph-Achse. Immer schön durchsliden zwischen die Gegner. Ah, das ist eine schöne Erinnerung. Und ob das jetzt hier bei Monster Hunter Now auch so Spaß macht, bleibt abzuwarten. Weil die Game-Mechanics bei den Waffen sind ja doch schon deutlich anders als in den Hauptspielen. Wer hätte gedacht, dass ich jetzt zum Beispiel eher Bogenspieler geworden bin hier in der App und in den Hauptspielen eher nicht so. Also da bleibt abzuwarten, wie sie das hier umsetzen. Es könnte auch das Hunting Horn kommen oder Insektencleave. Alles schon in den Codes gefunden. Ich vermute aber auch Switch X, weil ich glaube, die ist einfacher zu implementieren. Weil die ähnliche Mechaniken hat wie Charge Blade zum Beispiel oder die Dual Blades, wenn man da einfach auf den Spezialbalken tappt. Dann gibt es das Morphen, schätze ich jetzt einfach mal so. Oder du musst gedrückt halten. Irgendwie so eine Art wird es funktionieren. Und dann mal gucken, wie viel Spaß das macht. Also ich gehe auch erstmal davon aus, es wird wohl die Switch X werden. Und wenn, das wäre richtig, richtig geil. Freue ich mich. Habe ich wieder einen Grund, mehr rauszugehen. Also Dezember könnte für mich mehr Spaß machen, als jetzt noch die Season. Dann Even More Hunters, More Monsters to Hunt. Und hier, ich kann es nicht lesen. Ich habe vorhin nochmal groß gezoomt. Da steht drinne, natürlich bekommen wir einen weiteren Elder Dragon. Und spätestens jetzt, müssen die sich was einfallen lassen. Das Drachenälteste Jagen macht ja jetzt schon wenig Spaß. Wenn einer vor der Tür ist und ich habe einen Hunting-Pass halt frei, also den gratis alle 3 Stunden, dann nehme ich den mit. So einen am Tag schaffe ich meistens, aber da bist du ja längst nicht am Ziel. Dafür die Hunterton-Tickets auszugeben, macht auch wenig Sinn, weil du müsstest ja so ca. 200 legen für eine gute 10er-Waffe, dann noch plus Rüstung. Also die Drachenältesten, so cool die auch sind, die sind immer noch das Schwächste im gesamten Spiel bei Monster Hunter, weil die am wenigsten Spaß machen. Also das Schwächste, wenn es so eine Motivations-Spaßkurve gäbe, dann wären die Teile halt ganz, also ganz, ganz weit, nicht Wanz, was ist ein Wanz für ein Wort überhaupt, du alte Wanze, hier ganz weit links, wäre es dann, also wenig Spaß und viel Spaß machen dann eher die Monster, die im Feld noch dazukommen, die du legen kannst. Also ich bin gespannt, ob sie da was anderes sich einfallen lassen. Mein Vorschlag bleibt, mach doch einfach bei den Drachenältesten auch 5 kostenfreie am Tag. Dann bist du immer noch übelst beschäftigt, weil die Dropraten sind unterirdisch. Manchmal hast du eben 5 Kämpfe und kriegst trotzdem keinen roten und auch keinen gelben. Und deswegen machen die keinen Bock. Mach 5 Huntertons normale plus 5 Huntertons für Drachenälteste. Da gehst du nämlich einmal raus. Die meisten Spieler sind eh keine Dauergrinder. Die machen so 1-2 Mal den Spaß mit. Und wenn die 1-2 Mal am Tag kostenfreien Drachenältesten legen können, weil sie eben gerade draußen sind, dann ist doch cool. Plus eben noch ein HAT. Da ist doch für alle Beteiligten jetzt nichts Schlimmes dabei. Ist meine Empfehlung. Und ich hoffe, hier passiert irgendwas. Weil wenn sie einfach nur Monat für Monat immer nur einen neuen Drachenältesten mit reinpacken, du kommst gar nicht hinterher. Dann verdrängt der neue Drachenälteste die anderen Drachenältesten und dann kannst du die erstmal nicht farmen. Ist scheiße. Dann aber was Cooles, ein neues Habitat. Der erste Gedanke war, wir haben Dezember, es ist die Winterzeit, es wird ein Eisbiom. Es könnte auch ein Lavabiom werden, aber wir werden gleich sehen in den Leaks, es wird sehr wahrscheinlich ein Eisbiom dann kommen. Und Loadout Feature Update. Das heißt, Ausrüstungen kriegen ein Update. Das habe ich schon mal vor ein paar Wochen gelesen. Und zwar in den Patch Notes. Die offiziell angekündigten Update Notes.
Ich habe die leider nicht gut vorbereitet. Müsste ich auch raussuchen. Aber dort stand drin, möchte ich behaupten, dass man vorhat, in den Waffen bzw. Rüstungen das so reinzuhauen, dass du... Ich mach mal ein Beispiel. Du hast halt ein Set und so ein Beinschutz vom Kulu, der hat ja zweimal kritische Chance drauf. Und wenn du jetzt Element drauf smelten würdest, wie Wasser, Eis und Feuer, dann ist es zukünftig dann so, dass du Feuer abspeichern kannst bei einem Set und beim anderen willst du aber die gleichen Beinrüstungen haben, aber nicht mit Feuer, sondern mit Wasser. Dann geht das jetzt. Dann musst du nicht immer vor einem Kampf mühselig diese Smeltsteine umtauschen. Das bleibt gespeichert. So habe ich es zumindest gelesen und interpretiert. Und das wäre natürlich cool. Das wäre, glaube ich, eins der besten Update-Features. Und dann habe ich auch endlich mal Bock, auf einer Ausrüstung mehr als nur ein Element drauf zu smelten. Weil zurzeit schmelze ich halt fast gar nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Und würde mich dann eher zukünftig ein bisschen darauf vorbereiten, dass ich mehr Elemente halt auf die Rüstung kriege. Und das wäre echt cool. Und ich bräuchte auch ein bisschen mehr Plätze für Rüstung. 10 reichen mir nicht mehr, weil ich doch mehr Waffen habe aktuell. Und ich nicht immer umtauschen möchte. Also darauf bin ich schon am meisten gespannt. Und natürlich neue Monster, der Drachenälteste ist mir egal. Und das neue Biom, cool. Habe ich richtig Bock. Das erstmal die offiziellen Infos. Jetzt geht's zu den Leaks. Achso, der 4. Dezember ist Mittwoch unter der Woche. Das auch nochmal so just saying. Und jetzt kommen wir mal hier nach ganz oben. Es ist zwar ein 9 Monate alter Sweat, aber der Typ, der das gemacht hat, scheint es noch aktuell zu halten. Wir gehen mal die Waffen durch. Valhazak, Sora Magdaros, Fulgur Ananat, der Baselgeusel, Baselgeuse. Ich weiß immer noch nicht, wie der ausgesprochen wird. Für mich ist es ein Baselgeusel. Mit L noch hinten dran. Dann Frostfang, Bariot. Erstmal nicht so spannend. Hier Future Weapons. Da ist das Hunting Horn drin. Es wurde schon also gefunden im Code. Hier Insectglaive und Switch Axe. Aber skippen wir alles. Bei den Monstern wird es dann nämlich spannend, welche Monster haben welche Waffen. Wir könnten jetzt hier reinklicken, sparen wir uns aber, wir bleiben auf der Seite, sonst wird es zu kompliziert. Und das hier sollen wohl auch die neuen Monster sein. Somnakant dürfte so ein Schlafmonster sein aus Weiß. Lagombi kennt man, das ist der nervige Hase, der immer schnell von A nach B rennt. Der könnte nervig werden. Kirin wird wohl kommen, weil einen anderen Drachenältesten, klar, wir haben hier oben noch ein paar gesehen, aber von dem gibt es zumindest schon die Waffen. Und wenn so ein Drachenältester eine Waffe im Code hat, naja, dann wird der wohl als nächstes geplant sein. Also da gehe ich dann mit den Gedanken, Tigrex soll kommen und mit Tigrex gibt es dann auch neue, hier auch keine, Xenogiva Armor, die haben wir aber schon vor zig Monaten gefunden. Also nur weil was im Code ist, heißt das noch längst nicht, das kommt. Also alles, was hier steht, das sind nur Sachen, die gefunden wurden, aber nichts davon ist offiziell bestätigt worden, was jetzt kommt. Ne? Also das soll man an der Stelle auch nicht vergessen, aber es ist eben wahrscheinlich, dass das passieren wird, was Leute hier sich ausgedacht haben. Ja, ich denke, Baselgeuse, der wird auch dann kommen, dass wir einen neuen Intruder haben, neben Dämonio, dass der dann eben im instabilen Terror auch dann aufkreuzen kann. Habe ich auch Bock drauf, weil der hat ja auch dann schön Blast-Element und Tigrex bekommt neue Skills, das wollte ich einmal zeigen. Hier ist noch Volvidon mit drinne, Lagombi, Camelos auch cool, schöner Giftdrachen-Ältester, ja, vielleicht kommt der, man weiß es nicht, aber von dem, wie gesagt, wurde er keine Waffen gefunden. Hier, neue Skills. Das Brutal Strike. Morph Boost. Bonus Weird Effects. Spread Normal Peace Slicing Sticky Boost. Oh, die Munitionstypen bekommen alle einen Boost. Das würde ja beim Bogengewehr nochmal einiges ändern, was Ausrüstung angeht. In den Hauptspielen ist es ja auch so, dass du gewisse Munitionsarten nochmal boosten kannst durch die Rüstung. Oh, das wäre nice. Das wäre schon nice.
Dann hätte ich wieder mal einen Anreiz, mir neue Rüstung zu holen. Aber davon erstmal nichts zu lesen. Dämonenpuder auch schon im Code. Wir scrollen mal weiter nach unten, weil hier wird es dann nochmal weiter spannend, wenn Leute sich nämlich immer unterhalten. Und das ziehen wir uns einmal rein. Das Neueste, was hier steht. 4 Monate, nee, das ist noch zu weit weg. Ja, jetzt könnte ich natürlich etwas... Hier, 9 Tage. Das war, glaube ich, die interessanteste Info von der Leak-Seite. Is there any sort of indication to which large monsters are releasing? Und hier die Antwort. Die Monster mit dem Waffen im Code werden wohl die nächsten sein. Tigrex, Somnarkand, Kirin, Volvidon und Lagombi. Der passt irgendwie nicht so wirklich rein, finde ich, in das neue Biom. Aber why not? Tigrex ist HAT. Basel ist Invader. Das war das Wort. Ich hatte Intruder gesagt. Naja, ist doch alles dasselbe. Und Kirin dann ja Drachenältester. Und das dann alle über so ein weiteres Event. Ja, ein Paid-Event. Ich glaube auch, das wird sich etablieren, dass wir jede Season ein Paid-Event haben. Was okay ist, aber bitte nicht wieder fast 20 Euro. Und damit hätten wir diese Leaks auch erstmal uns näher angeschaut. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, irgendwas war doch noch, was ich noch ansprechen wollte. Aber im Endeffekt müsste es reichen. Hier ist nochmal eine weitere Seite, wo auch nochmal spekuliert wird. Über das Schnee-Eis-Biom, genau. Weil die Monster, die wir gerade gesehen haben, sind ja schon ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es super unwahrscheinlich ist, dass wir ein Lava-Biom bekommen. Und der Bariot wird ja zurückkommen, kriegt endlich mal sein eigenes Biom. Und mit dem neuen Biom, daran habe ich auch nicht gleich gedacht, werden ja auch neue Mats verfügbar. Fische zum Beispiel. Fischspots hatten wir auch schon mal in einem der ersten Videos von mir uns reingezogen. Da gab es sogar schon diverse Bilderchen, wie das aussehen könnte. Und ja, ich denke, das wird so kommen, dass wir dann Gathering Points haben mit Fischspots und dann eben Fische gebraucht werden für die neuen Waffen. Was auch Sinn macht, weil damit haben Leute wie ich, die ja schon nahezu alles haben, einen neuen Anreiz, wieder einmal rauszugehen, um Dinge zu erforschen, die man halt vorher nicht kannte. Was sonst, was würde passieren, wenn ich jetzt einfach nur neue Monster hätte, ich aber schon die Mats hätte, die Steine, die Knochen, die brauchst du ja immer en masse und die wurden gebunkert, aber jetzt mit neuen Fischen muss ich meinen Arsch wieder rausbequemen, wenn ich von den neuen Monstern irgendwas haben will. Und das finde ich cool, das steigert bei mir die Motivation und ja, bin ich erstmal sehr, sehr positiv gestimmt. Das, was hier steht, macht Bock, bis auf Drachenältester, weil ja, da ist die Lust komplett weg. Ich brauche nicht noch einen Drachenältester, auch wenn der cool ist. Sagen wir mal, Kirin ist geil und der hat eine richtig fette, geile Donnerwaffe. Ja, was mache ich dann? Dann werde ich höchstwahrscheinlich trotzdem den ausblenden, weil ich ganz genau weiß, ich habe weder Bock, die Hunterton-Tickets da rein zu buttern, noch irgendwie 3 Monate am Stück alle 3 Stunden rauszugehen für irgendeine Waffe, die ich nicht brauche. Oder die ein bisschen besser sein wird als die anderen, die ich habe. Weil die muss schon viel, viel krasser sein als die vom Zinroge oder vom Rajang, dass man sich da die Mühe macht, so einen Kirin zu besiegen. Naja, das sind meine Gedanken. Und dann geht's einfach weiter. Ja, ich freue mich drauf. Das ist eine schöne Ankündigung, weil diese Loadout-Features, die sind spannend für mich und neue Sachen zu exploren, finde ich auch cool. Und wenn ich mal hier jetzt so zurück... Also, für mich ist das hier die schwächste Season. Kann jetzt schon mal sagen, ich habe in der Season am wenigsten gespielt. Hier war nichts Cooles mit dabei, so für mich großartig. Das könnte die Sache nochmal ändern, die Stimmlage. Oder Stimmungslage. Oder meine Stimmlage, keine Ahnung, vielleicht... Ich spreche nochmal ein bisschen ernster mit einer tieferen Stimme. Aber ja, mal gucken. Mal gucken, wie das dann wird mit Silberratalos und Goldratian nächste Woche. Und euch schönes Hunten. Rinja und tschüss.